Ich bin heute schon den ganzen Tag extrem aufgeregt. Ich werde nämlich in 1 Stunde und 7 Minuten Joyda Nalan interviewen. Hi! Hi! Achso, ja, guck mal. Ja. Hallo! Ich bin heute schon den ganzen Tag extrem aufgeregt. Ich werde nämlich in 1 Stunde und 7 Minuten Joyda Nalan interviewen. Weil ich ihr größter Fan bin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihr größter Fan bin. Sie ist schon so ein bisschen eine Ikone für mich und meine Freundinnen. Und das ist schon Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, was ich sie fragen soll. Noch nicht. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Deswegen werde ich mich jetzt dran machen, mir ein paar Interviewfragen zu überlegen, weil sonst sitze ich nur da und starre sie an. So. Und so. Weil sie ja auch noch wunderschön ist. Na gut, ihr merkt, es macht alles keinen Sinn. Ich werde wahrscheinlich erst wieder normal sein, wenn ich mit ihr geredet habe. Und selbst dann kann es dauern, dass ich wieder runterkomme vom Gas. Ja, ich gehe jetzt einfach. Es hilft ja doch nichts. Dann bin ich gleich. Passt. Okay. Hi. Hi. Na? Ich finde, wir sehen gut aus zusammen. Ja, ne? Ja. Läuft das schon oder muss ich? Ja, es läuft schon. Wir sind heute hier mit Joyda Nalan und ich bin wahnsinnig aufgeregt und ich freue mich. Schön, dass du ich wieder auch. Da bist. Ja, danke. Und schön, dass du endlich wieder eine neue CD rausgebracht hast. Ja. 6 Jahre hat es gedauert, ja. Zwischen Marine und Gleisdreieck. Ja. Was ist dazwischen passiert, bitte? Naja, gut, also... Man könnte sagen, vielleicht nachdem man ein Album rausgebracht hat und in Deutschland, Schweiz und Österreich arbeitet, vielleicht ein Jahr, manchmal auch länger, wenn es richtig gut läuft. Und dann bin ich in Klausur und habe überlegt, okay, wie ist jetzt der nächste Schritt, wie muss es klingen? Und hatte dann eine Idee, der ich nachgegangen bin und war dann in New York und habe da mit Produzenten und Songwritern zusammengearbeitet und eigentlich im Prinzip dann doch relativ schnell ein ganzes Album erarbeitet. Und war das Album auf Deutsch oder auf Englisch? Es war auf Englisch. Okay. Und es war auch in einem bestimmten Sound. Also es war so meine Idee, oder die Idee, war eigentlich so ein eigen Tina Turner Sound. Also einen sehr retro-esken, sehr dynamischen, ganz dynamischen Sound. Und es hat auch Spaß gemacht, das einzusingen eigentlich. Das war irgendwie witzig. Aber ich hatte dann irgendwann das Gefühl, nachdem ich schon alle an den Tisch gerufen hatte, vielleicht ist es eine Wiederholung von etwas, was ich schon mal auf eine andere Art und Weise gemacht habe hier und da. Und dann habe ich mich aber doch irgendwie entschieden, es zu lassen. Also zu verwerfen, dieses Album, und von null anzufangen. Was passiert mit dem ganzen Material? Liegt das jetzt in einer Schublade? Es ist da, ja. Es ist da. Es ist in einer Schublade. Genau. Und dann also nochmal alles auf null. Und dann habe ich neue Leute auch mit hinzugenommen. Und dann Stück für Stück, oder ja, tatsächlich Stück für Stück, Song für Song, geschrieben, sich irgendwann dann wieder so einen Berg hatte an Songs und dachte, jetzt ist es eigentlich mal so weit, jetzt kann ich es doch mal Album nennen. Mhm. Und dann ist mir auch noch der Titel quasi durch Zufall zugeflogen. Ich bin U-Bahn gefahren. Und ich wollte gerade fragen, es ist eine U-Bahn-Station in Berlin, Gleisdreieck. Genau. Auf jeden Fall muss man dazu wissen, dass ich am Gleisdreieck aufgewachsen bin. Das ist eine U-Bahn-Station in Berlin und heutzutage verbindet man mit diesem U-Bahnhof eben auch diesen Park, der relativ berühmt geworden ist, weil er eine Verbindung herstellt, wie so eine grüne Lunge, muss man sich vorstellen, die von einem Bezirk Schöneberg nach Kreuzberg reingeht. Also das ist West? Das ist Berlin-West, sozusagen ehemaliges West-Berlin. Okay. Und genau, und ich bin also vorbeigefahren an diesem Bahnhof und schaue auf dieses Schildgleisdreieck und dann fiel es mir wirklich wie Schuppen von den Augen. Ich dachte, das ist doch der Titel, weil es ist auf der einen Seite die Verbindung zu mir, wo ich herkomme, wo ich geprägt wurde. Und es ist aber auf der anderen Seite eben auch dieses Bild für den Bahnhof, die Gabelung, die Möglichkeiten der Begegnung, des Abschiedes, des Neuanfangs und so weiter. Also ein Bild fürs Leben oder so. Welchen Teil von Joyda Nalan lernen wir in Gleisdreieck kennen? ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene Facetten.
die man dort hören kann. Ja, ein Panorama eigentlich von Joy. Hast du ein Lieblingslied? Kann man sowas fragen? Hat man ein Lieblingslied auf dem Berry, das man rausgebracht hat? Ja, das ist schwierig. Ja, man hat wahrscheinlich immer so Lieder, die einem gerade passen oder so, aber... Das hat immer auch, also ich mag Zuhause, ich mag aber auch Himmel berühren. Ich mag Zuhause. Ja? Ja, ich habe auch ein bisschen geweint, wie ich es gehört habe, das erste Mal. Echt wahr? Ja, es ist, aber es ist so ein tief berührender Song. Ja, ach, das freut mich. Es sind irgendwie schon viele, sind ja alles meine Babys. Ja. Ich mag Stadt, ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht entscheiden. Also ich bin gerade noch nicht so weit zu sagen, also der sticht für mich jetzt ganz insbesondere. Alles leuchtet mag ich auch, ich liebe dieses, diesen Song zu singen. Mhm. Der fühlt sich einfach... Rein jetzt gesanglich zum Beispiel, es ist total gut, den zu singen. Du hast vorgestern in der U-Bahn gesungen. Wie flashig ist das für dich? Ist das komisch, da zu sitzen und dann ohne Mikrofon, also quasi nackt zu singen? Ja, ja. Haben dich die Leute erkannt? Konntest du in Ruhe singen? Wie stelle ich mir das vor? Es war total unkompliziert. Ich habe mir davor auch ehrlich gesagt gar keine Gedanken oder keine Sorgen gemacht, weil es für mich auch total egal, wo ich singe. Es ist, also wirklich, für mich spielt es gar keine Rolle, ob es irgendwie in der U-Bahn ist oder im Keller oder in der Dusche oder auf einer großen, kleinen Bühne, wie auch immer. Weißt du? Deswegen habe ich das sozusagen nicht angezweifelt, das zu machen. Und die Leute haben sehr nett reagiert. Okay. Und ich meine, es war am Ende ja auch schon wieder schneller vorbei, als man hat zuschauen können sozusagen. Bist du eigentlich noch immer nervös, wenn du auf eine große Bühne kommst? Denkst du dir, hoffentlich läuft alles glatt? Ja, aber so Bühnen, natürlich machen mir die manchmal Angst, weil da hast du ja auch eine andere Kommunikation. Und diese Art von Gegenüberstellung, die macht mich dann doch schon viel nervöser, als einfach in der U-Bahn zu singen. Ja. Weißt du, weil ich einer Erwartung irgendwo natürlich auch gerecht werden will. Und weil ich auch weiß, die Leute haben dafür bezahlt. Also irgendwie muss ich ihnen auch was bieten. Und natürlich muss ich aber auch die Musikerin bleiben, die ich bin. Also. Auf deiner neuen Platte hast du als Gäste Megalo und Atmiot. Gibt es irgendwem da draußen, mit dem du, von dem du sagst, mit dem würdest du so gern zusammenarbeiten? Ja. Gibt's da noch? Frank Ocean ist mein Traum-Duettpartner. Yep. Legitim. Absolut legitim. Oder? Ja, der. Hast du Musik am Handy? Ja. Ich habe Musik auf dem Handy. Was hört Joy Denalani eigentlich? Also ich habe also J. Cole und Sampha. Bilderbuch. Mhm. Lustig, das erste oder das aktuelle? Und ehrlich gesagt, also wirklich ganz ehrlich, vor allem feiere ich von dem aktuellen Album, ich glaube, das ist Sweet Love. Ja. Sweet Love. Wow. Ich meine, das sind so soulful. Cool, absurd coole Typen. Soulful einfach. Ja. Wirklich, also es hat mich sehr beeindruckt und gut gefallen. Ich verstehe zwar nicht alles, was er da sagt. Ist das was Wienerisches? Es ist sehr wienerisch. Auch? Es ist wahnsinnig. Also Maurice singt, finde ich, sehr, sehr wienerisch. So, dass ich mir auch manchmal denke... Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was er sagt an jedem, also an jeder Stelle. Es gibt Stellen, die verstehe ich sehr gut. Aber andere, also da habe ich dann auch echt immer wieder zurückgespielt. Er singt doch ganz speziell. Er singt so ein bisschen wie Falco. Ja. So, aber ist das nicht das Wienerische? Ja, aber er hat doch eine ganz spezielle Art Sachen... auszusprechen. Okay, auch für Wiener. Ja. Kann ich gar nicht beurteilen, aber auf jeden Fall hat er und aber auch seine Band, die haben einfach Swag. Und nicht nur Swag, die haben Soul auch. Also ja. Das finde ich, das gefällt mir. Sampha mag ich gerne. Ich mag Joey Badass. Ich mag Frank Ocean. Ich mag Solange. Ich mag Beyoncé. Ja, na, du klingst so, als wären wir die besten Freundinnen, als würden wir Playlisten austauschen. Vielleicht. Das macht alles Sinn für mich, klar. Ja, schön. Hörst du deine alten Sachen eigentlich auch? Nee. Nie? Das schließt sich für mich irgendwie aus. Weißt du, wie ich meine? Ich kann mich doch nicht feiern. Also, ich bin ja ich. Nee. Oh, das ist schon sehr humbled. Aber glaubst du, dass es wirklich gibt? Kennst du Künstler, die sich selber hören? Und zwar
Aber hardcore, die sich selber feiern. Echt? Okay. Aber dass ich mich höre, wobei soll ich mich denn hören? Ich weiß, überleg doch mal. Ich kann nicht singen. Das ist ja wie, guckst du dich die ganze Zeit an zum Beispiel? Das ist doch genau... Nein, für mich ist das richtig schlimm, mich selber immer wieder... Ich finde ja immer einen Fehler. Na, aber siehst du, genau, und so wäre es dann auch für mich, wenn ich mein eigenes Zeug hören würde. Verstehst du die mal? Ja, ich verstehe sie. Ich muss jetzt kurz was vorlesen. Ich habe das Booklet bekommen. Ja. Und es ist so geil, was da steht. Da steht, für Joy Dolan ist dieser Ort dennoch voller Bedeutung. Hier ist sie aufgewachsen in der Kurfürstenstraße, die derzeit die ganze Buchstabveränderung zu spüren bekommt. Und aus ihrem Anschluss und Ausdruck hier ist sie geworden, wer sie heute ist. Eine von Deutschland ausdrucksstarksten, einflussreichsten und mithin besten Sängerinnen der letzten 20 Jahre. Ich will auch, dass mal irgendwer da draußen sowas über mich schreibt, bitte. Das werde ich ganz brech. Nein, aber weißt du was? Es stimmt. Ja, also ich freue mich ich natürlich. Also wenn du sagst, hast du ungefähr ein Gefühl dafür, was du für einen Impact auf, ich sage jetzt einfach mal, schwarze Frauen hattest oder hast in den letzten paar Jahren? Du warst ja eigentlich die erste schwarze Frau, die auf Deutsch von Sachen gesungen hat, die sonst niemand gesungen hat. Ja, ja. Und Thematiken angesprochen hat. Ja. Ja, also ich habe sehr viele Begegnungen gehabt, tatsächlich mit schwarzen Frauen, auch Männern, die mir das gesagt haben, dass es für sie eine große Bedeutung hatte, dass ich Geschichten erzählt habe, auf die sie sich beziehen konnten oder die sie nachvollziehen konnten. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass bei Fotokameras gibt es eine Beschränkung, weil... Es ist eine Unterscheidung zwischen Video- und Fotokameras. Ah, ja. Verstehe. Okay. Und deswegen, wenn Sie es auf 15 Minuten beschränken oder so, fallen Sie in eine andere Klasse rein. Also Zoll oder Steuer oder irgendwie. Alles klar, interessant, noch nie gehört. Ne? Ja. Danke, gut zu wissen. Ja. Ist das jetzt drauf? Ja, also ich habe immer wieder Begegnungen gehabt. Mit schwarzen Männern und Frauen, die mir gesagt haben, dass das für sie wichtig war, dass ich Dinge ausgesprochen habe. Und das hat mich natürlich bewegt und gefreut auch. Also, ja. Hey, und du musst hier die Kids of the Diaspora People. Ja, ich glaube, das hat sie gerade gesagt. Vielen Dank. Es war genauso toll, wie ich es mir habe. Ach, das freut mich. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Danke dir. Auch beim nächsten Mal. Ja. Komm, lass mal ein Foto machen. Das war so ein cooles Interview. Ich bin so extrem inspiriert. Sie ist genauso lieb, wie ich es in Erinnerung hatte. Sie ist extrem süß, sie ist extrem smart, sie ist so schön, sie ist so nett. Ich bin extrem gehypt und sitze jetzt im Hotel am Gang am Boden, weil ich wollte die Emotion, die ich gerade in mir trage, schnell auffangen. Und ich gehe jetzt ein Prosecco trinken.